Ich nehme jetzt einfach mal ein Wort von Herrn Franz auf, das er vorhin sagte, der Sammler und der Museumsmensch. Wir sind hier im Museum DKM. Herr Maas und Herr Professor Franz, morgen beginnt, morgen heißt am 13.07.2012, eine neue Ausstellung im DKM. Es geht dabei, am besten erzählen Sie es selber, Herr Franz. Also es geht hier um die gesamte Grafik von Palermo, der ja schon mit 34 Jahren gestorben ist, dem also nur wenige Jahre geblieben sind, sein Werk zu schaffen. Ein Werk von unglaublicher Strahlkraft und Präzision. Und die Grafik ist ein ganz eigenes Kapitel in diesem Werk. Er hat auch die Grafik als eigene Werkgruppe noch zu Lebzeiten 1976 in Leverkusen ausgestellt. Und tatsächlich verwendet er in der Grafik Mittel, die in keinem seiner anderen Werkbereiche in dieser Form vorkommen. Das sind nämlich diese leuchtenden und gleichzeitig sehr präzisen, sehr frontalen Farben und Flächen, die man eben nur so mit dem Siebdruck erreichen kann. Und Weiß spielt eine sehr große Rolle. Ganz genau. Es geht bei der Grafik natürlich immer um den Bezug zu dem Träger der Farbe, das Weiß. Und das Weiß ist eben bei Palermo nicht nur Hintergrund, sondern Mitspieler. Vielleicht sogar die Haupt, vielleicht hat das Weiß sogar die Hauptrolle in diesen Werken. Es wird aktiviert durch die Linien, es fängt an sich zu bewegen, das Weiß, es wird eingeschlossen und geöffnet, es entwickelt Energien und bildet auch einen Gegensatz zu den kleinen Formen, die dann manchmal nur in der Mitte des Blattes sitzen, sodass das nicht eine Form auf dem Papier ist, sondern eine Form in Bezug zum Papier. Herr Maas, Sie haben schon seit einigen Jahren, sag ich mal, angefangen, Palermo zu sammeln. Und Sie haben dann, wenn ich das richtig verstanden habe, im Jahr 2000 diese Sammlung komplettiert. Aber ich denke, Sie können das viel besser schildern. Zwei Sätze vorab. Wir haben eben im Gespräch festgestellt, dass wir fast Zeitgenossen von Palermo sind, 43 hergeboren, sie ein Jahr später, ich zwei weitere Jahre später. Wir haben beide Palermo nicht mehr lebend gesehen. Sie sind, wie Sie eben erzählt, 1980 ihm bildlich begegnet und ich 85. Und wir haben dann, Dr. Franz als Kunsthistoriker, ich als Sammler, dann immer noch mal ein paar Jahre Zeit gebraucht, bis ich wusste, das ist für mich unabdingbar. Ich muss Arbeiten von Palermo haben. Die Unikate sind damals schon in unerreichbarer finanzieller Höhe gewesen. Also habe ich versucht, die Grafik mit Hilfe von zwei befreundeten Galeristen zu erwerben. Habe dafür zunächst mal 88 bis 94 gebraucht und für das letzte Stück eben weitere 6 Jahre, 2000, war die Grafik komplett. Und komplette Sammlung dieser Auflagengrafiken kann es eigentlich nur 30 geben, weil das die kleinste Auflagenhöhe einer Arbeit ist. Und ich sage mal, Palermo hat ja auch noch ganz besondere Zeitgenossen gehabt, ganz besondere Lehrer auch gehabt, ganz besondere Menschen, mit denen er, die aus der Kunst bekannt sind, zusammengearbeitet hat. Herr Professor Franz, Sie können da sicherlich noch einiges zu sagen. Also Palermo wird ja immer auch genannt als der Schüler von Josef Beuys, als einer der wichtigsten Schüler von Josef Beuys. Das ist vielleicht positiv und auch negativ, weil er natürlich nicht nur Nachfolger oder abhängig von Beuys ist. Er hat ja eigentlich auch das Gegenteil von Beuys gemacht. Er hat immer bildlich in frontalen Flächen gearbeitet. Auch wenn die dann sich auf den realen Raum bezogen sind, wenn diese Flächen sich auch auf den ganzen, die Wände und ganzen architektonischen Raum sich bezogen haben, ging es eigentlich immer um Farbe und um optische, visuelle, sinnliche Erfahrungen. Wichtige Freunde von Palermo waren zum Beispiel Gerhard Richter, der ja kein Beuys-Schüler ist, und die beide so einen ganz großen Anspruch und so eine ganz große
Einschätzung der Malerei gehabt haben, in einer Zeit, in der das gar nicht so der Fall war, in der sie eigentlich ein bisschen abseits standen. Dieser ganz hohe Qualitätsanspruch und auch diese Urteilsfähigkeit, was ist jetzt gut in der Kunst und was ist nicht gut, da hat mir Gerhard Richter später gesagt, da haben sie immer übereingestimmt. Sie haben immer beide das Gleiche gut gefunden und das Gleiche schlecht gefunden. Sie waren eng befreundet. Und genauso war das mit Ulrich Rückgrün, mit dem er sehr eng befreundet war, mit dem er einige Jahre auch das Atelier in Mönchengladbach geteilt hat. Herr Meister, jetzt sagten Sie vorhin, auf der einen Seite eine traurige Situation, wenn ein Mensch schon mit 34 Jahren verstirbt, auf der anderen Seite, aber hatten Sie da auch etwas Positives daraus gewinnen können? Es gibt sicherlich auch sehr positive Beispiele, dass ein Künstler mitten aus der vollen Schaffenskraft gerissen wird und dass er in dieser kurzen Zeit, die ihm verblieben ist, aktiv künstlerisch tätig zu sein, ein unglaubliches Werk hervorgebracht hat, das sehr begrenzt ist, aber was dann auch nicht ausblutet zum Schluss. Es gibt sicherlich Künstler, die einen bestimmten historischen Beitrag in einer bestimmten Zeit gebracht haben und die dann daran nicht mehr anschließen können. Das ist dramatisch für den Betreffenden, aber wer findet schon selber den Mut, von sich aus zu sagen, ich höre jetzt auf. Palermo hat sich die Frage nicht gestellt. Er ist zu früh gestorben. Historischer Beitrag, da fällt mir jetzt mal eine Abschlussfrage an Professor Franz ein. Sie sagten vorhin, wir würden hier, obwohl 1977 Palermo verstorben ist, trotzdem eine sehr aktuelle, eine sehr frische und keineswegs eine historische Ausstellung besuchen. Ich habe das bei vielen Kunststudenten erlebt, dass für sie Palermo ein Vorbild, kann man nicht sagen, aber ein Bezugspunkt, ein wichtiger Bezugspunkt ist. Und das liegt wohl daran, dass diese Werke von Palermo einerseits etwas ganz Objektives haben, etwas nicht von subjektiven Stimmungen und Gefühlen abhängiges, dass die so sehr prägnant vor dem Betrachter stehen und dass sie andererseits weit über ein rationales System hinausgehen, dass sie etwas sehr Sinnliches, etwas sehr Emotionales haben. Und diese Verbindung von Präzision und sinnlicher Intensität, das scheint diese Künstler zu interessieren. Ich hatte zwar von der letzten Frage gesprochen, aber Herr Maas, ich brauche von Ihnen nochmal die genauen Daten. Von wann bis wann ist die Ausstellung im DKM zu sehen? Ausstellung beginnt morgen, also Freitag den 13., wie Sie schon gesagt haben, bis zum 28. Januar 2013, also 6 Monate, werden wir die Grafik zeigen. Und in dieser Zeit sind dann in den Wechselausstellungsräumen, 3 von diesen Wechselausstellungsräumen sind Palermo vorbehalten. Der 4. Raum ist immer schon im Museum, zeichnenderweise neben Ulrich Rückgrin gewesen. Und in den anderen 3 Räumen werden wir im nächsten Monat Norbert French zusammen mit Hagen, Osthausmuseum und weiter dann auch noch Christian Salineros aus Chile zeigen, aber vorübergehend vor allem den im Ruhrgebiet sehr bekannten Fotografen Werner Hanna mit Landschaften, die keiner von Ihnen kennt. Meine Herren, vielen Dank. Danke auch.